Ja, hallo Leute, ich habe eine schlechte Nachricht für euch, und zwar, ich will euch sagen, warum die letzten beiden Aufnahmen kein Audio von mir hatten. Es war zwar Ingame-Sound da, aber Audio war keins da. Und ja, das lag daran, ich habe die Musiklautstärke zu laut gehabt. Aber das ist jetzt alles gerätselt, gelöst und vergessen. Ja, Piccolo 49, Stufe 49, 49, 43, wir scheißen auf Son Goku und nehmen uns den Grünling da. Ich habe euch ja gesagt, die bei den 50er Status dürft ihr dabei sein, und das dürfte jetzt bei Piccolo sein. Yeah, Piccolo hat Stufe 50 erreicht. 1, 2, 2, Arschloch. So, und wir nehmen jetzt den nächsten, Vegeta. Vegeta! Super Vegeta! Komm, Vegeta, kämpf mal, Stufe 50! Ja. Hat nämlich einen Grund, warum ich das mache, vor den Cell-Spielen. Und Trunks darf auch noch einmal zeigen, was er kann. Komm her, du Krokodil. Und Stufe 50! Ich habe hier auf den tropischen Inseln trainiert. Kann euch zeigen noch wo. Ja, ist egal, die ziehen mir eh fast gar nichts ab. Das bringt mehr als in diesem komischen Triceratop-Ding da. Denn ich habe rausgefunden, diese Stelle hier. So viele Krokodile und Säbelzahntiger auf einmal, und sie geben extremst viel Erfahrung her. Und da kann man perfekt trainieren. Ich habe die zwei goldenen Kapseln gesucht, habe sie auch gefunden. Hier, 25 von 25. Dann gehen wir sie mal abgeben. So, jetzt bin ich gespannt, was wir dafür kriegen. Ja, ich weiß ja, was wir kriegen, aber... Ey, Mann, habt ihr sie nicht alle? Yeah, und wir sind hier. Wir nehmen Son Goku, um mal was anzuschauen. Brown. 40 passt, okay, also dann können wir da schon reingehen. Dann zeige ich euch mal schnell, wo die letzten beiden Kapseln waren. Entschuldigung. Die erste war in der westlichen Hauptstadt. Nicht bei Ginger Town, in der westlichen Hauptstadt, sagte ich. Zeige ich euch auch gleich wo. Hier oben bei dem Typen da. Da hinten war sie. Und die andere Kapsel zeige ich euch auch gleich. Die andere Kapsel war, glaube ich, in den südlichen Bergen. Nördliche Berge, nein. Auch nicht verschneiten Hochland, da war es auch nicht. War es hier? Nee, aber hier war es, denke ich mal. Südlicher Kontinent, ist das das? Ja, da ist es. Hier seht ihr ober dem Speicherpunkt eine Barriere, die war für Gohan damals auf Stufe 15. Mit Son Goku, den habe ich nicht auf Stufe 50 trainiert, weil das nichts bringt. Man kann es zwar machen, aber... Es hat keinen Sinn, denn ihr werdet bald sehen, wieso. Son Goku ist ziemlich schlecht im Nahkampf, aber er ist ziemlich gut mit physischen Attacken, also diesen Strahl da. Ach kommt, ich nehme das für Son Gohan erst. Diesem Arschloch, da kann ich nicht spielen. Hier haben wir Son Gohan.
Macht viel mehr Spaß mit ihm. Bam, bam. Son Gohan ist so gesehen mein stärkster Char und er ist auch generell der stärkste. Wenn man ihm alle Kapseln gibt, so wie ich gemacht habe, kann man alle Stats auf 110 mit Super Saiyajin bekommen. Aber ich habe einige Kapseln noch Piccolo gegeben. Deswegen nützt das nichts und ich hoffe, ihr könnt durch dieses LP dann alle Kapseln finden. Solltet ihr es euch mal anschauen. Und die goldene Kapsel ist hier gestanden, da wo ich jetzt stehe, dort war die Kapsel. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir geben sie ab. Und ja, werden wir ein Cell-Spiel mitmachen, denke ich mal, oder? Und ich habe eigentlich die Chars von mir noch nie auf Level 50 gehabt. Und also schon auf Level 50, aber erst nach den Cell-Spielen. Und ich würde gerne mal die Cell-Spiele machen, wenn alle meine Chars auf 50 sind, was sie jetzt sind. Außer Goku, aber mit dem kämpfen wir eh nicht lange. Jetzt ist eh schon egal, das habe ich eh schon gesagt. Ich habe eh schon ziemlich viel schon gesagt, also... Ja, wer die Serie kennt, weiß, dass Goku dann aufgibt. Ich habe keine Chance gegen dich. Du bist zu stark für mich. Gohan, komm her. So, westliche Hauptstadt. Wo ist sie denn? Nein, Capsule Corporation. Genau, hier wollen wir her. Nee, zum Labor von Dr. Briefs und ihm die Kapseln geben. Das wollen wir. Hier. Ich werd verrückt. Du hast alle 25 goldenen Kapseln gefunden. Um ehrlich zu sein, ich hatte Angst, du würdest es nicht schaffen. Die Welt ist groß und diese Kapseln sind so winzig. Für deine Bemühungen kannst du eine goldene Kapsel behalten. Und ja. Die goldenen Kapseln bringen dich automatisch, ja, auf das Kartensystem, bla bla bla. Und es geht nicht überall, bla bla bla. Ja. Wenn ihr euch gedacht habt, diese Kapsel hebt alle eure Stats auf Maximum an. Bäh. Falsch gedacht. Diese Dreckskapsel macht nämlich genau das. Sie bringt uns auf die Weltkarte. Aber ich muss eh nach Gingertown. Weil dort ist etwas, was wir mit Son Gohan erledigen müssen. Die Spasten hier nochmal fertig. Und da habe ich euch den Bug schon gezeigt. Das ist nämlich ein Dinosaurier in Wirklichkeit und kein Red Ribbon Armee Roboter. Er greift auch an wie ein Dinosaurier. Und jetzt machen wir die ganzen 50er Dinge auf. Das sind nämlich Gegner, die sind extravagant. Die ziehen sehr viel ab. Deswegen würde ich mal sagen, wir verwandeln uns in Super Saiyajin zu Gohan! Und ihr werdet euch nicht sicher nicht wissen, was hier ist, wenn es für euch blind ist. Ich weiß es, denn ich habe das Spiel schon fertig. Du kommst daher, du lässt dich verkloppen, bitte. Danke. Das ist eine Son Gohan-Statue. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Gohan-Trophäe gefunden. Da würde ich mal sagen, wir... Ah ja, jetzt könnt ihr meine Stats sehen als Super Saiyajin Son Gohan. 110, 110 und 101. Aber ich wollte eigentlich was anderes machen. Goldene Kapsel. Dafür ist die Kapsel generell gut. Man kann immer sofort auf die Karte gehen.
So, das nächste, was wir machen, ist nicht zu Gottes Plattform gehen. Nördliche Wüste, nee. Tropisch, nee. Westliche Hauptstadt. Das mache ich jetzt etwas schneller. So, wir müssen nämlich hierher. Und zwar mit Trunks. Der Dino hat sein Versprechen gehalten. Er ist friedlich geworden. Er hat ja versprochen, wenn wir später mal herkommen, dann wird das gewachsen sein. Danke, du lässt dich jetzt verkloppen, aber diese Ding ist für... Ich würde aber so einen Roboter gerne mal unter die Lupe nehmen. Stufe... Soldatenroboter. Die gehören auch zur Red Ribbon Armee. Zur ehemaligen Red Ribbon Armee. Denn die Red Ribbon Armee gibt's nicht mehr. Boom! Jetzt können wir da zurückgehen. Und wir sind Super Saiyajin Trunks! Yeah, und wir machen diese kleinen Schwanzlutscher da fertig von Red Ribbon Armee Hurenkindern da. Yeah. Und schnappen wir uns die Statue von Trunks. Niu niu. Dun 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 dun. So, zwei hätten wir erledigt. So, wo ist die dritte? Ich denke mal da. Nördliche Berge. Ja. Das machen wir aber mit Vegeta. Den Vegeta, den brauchen wir jetzt. Und ihr könnt euch sicher gleich vorstellen, warum, denn... Dieser Part wird keine halbe Stunde lang. In dem Part zeige ich nur, wie ich die Typen da auf 50 gemacht habe und wie ich die ganzen Statuen hole. Der Part ist auch bald zu Ende, das kann ich euch jetzt schon sagen. Vielleicht hat er seine 20 Minuten, keine Ahnung. Aber eine halbe Stunde wird das sicher nicht sein. Denn ich will die Cell-Spiele in einen extra Part packen. Und hier haben wir Super Saiyajin Vegeta. Duff, duff. Son Gohan macht die alle platt mit einem Schlag schon. Aber wir spielen hier mit Vegeta und nicht mit Son Gohan. Geh sterben. Du kannst gleich mitgehen. Und du auch. Ich sagte, du auch. Ein Hähnchen brauchen wir keins. Ich hab keinen Hunger. Die Gefolgsmänner des Kriegsherrn. Und ja, ihr könnt schon sehen. Ihr könnt mich am Arsch lecken, ihr kleinen Spasten.
So, wie das für ein Dino? Nee, das ist ein Red Ribbon Armee Roboter. Komm schon, lass dich töten. Du kleiner Spast. Du hast die Vegeta-Trophäe erhalten. Nja, nja. So. So, ich muss aber nochmal zum Ginger Town, denn ich habe was vergessen. Ja, ich bin so vergesslich. Weil ich habe im Internet gelesen, das habe ich selber nicht gewusst, weil ich ja wegen die goldenen Kapseln nachgeschaut habe, wo die restlichen noch sein könnten. Ich habe sie aber dann eh selber gefunden, ohne irgendwelche Hilfen. Nee, dann war's wohl hier nicht, aber egal. Wir müssen zu Capsule Corporation. Das Einzige, was wir machen, und wir machen mal schnell das hier, und ja, wir haben die Cola schon besiegt, und hier ist der 50er Raum von Piccolo, oder Godcolo, wie, oh, wir müssen nicht mehr kämpfen, und wir haben die Statue von Piccolo erhalten. Und wie man den letzten bekommt, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. So, Piccolo. Jetzt muss man mal schauen, wer alle voll ist. Und Gohan ist voll, Piccolo ist voll, Vegeta nicht, Trunks auch nicht. Okay, Vegeta ist nicht voll. Dann müssen wir mal Vegeta nehmen und ein bisschen tricksen. Denn ich würde gern im entscheidenden Endbosskampf mit voller Energie sein. Ah ja, wie gesagt, wir sind ja auf neuen Namek. Namekianer müssen in der Nähe von Wasser sein, sonst können sie nicht leben. Wir haben fast alles erledigt. Bis auf eine Sache. Die Cell-Spiele. Und im nächsten Part machen wir die Cell-Spiele auch. Also, bis dann.